Also, du bewertest jetzt das Grundstück von dem, was du siehst. Nur das Pflanzenmaterial. Ja, Wenn ich im okay. schlimmsten Fall sage, ich bereinige, weil ich was anderes, kurzlebigeres anbauen will, habe ich bei den Pflanzen mit ein bisschen Angießen pro Pflanze auf jeden Fall 8 sehr gute Blätter. Und wenn ich die, sag mal, Was sind 8 Blätter in Kilo? das kommt jetzt, Eineinhalb. wenn sie ein bisschen angegossen sind, nee, sag mal 2 bis 3 Kilo. Wenn ein bisschen mehr drauf gießt, bis zu 4 Kilo. Sag mal 4 Kilo. Bei der einen oder Okay. anderen Pflanze sind es 10 Blätter. Okay. Sag mal 4 Kilo pro Pflanze und das mal 20.000, die sie selber einräumen. Also da steht ein Ja. schöner Wert. Okay. Hier sind 80.000 Kilo. Wenn du jetzt den niedrigsten Preis aus meiner Sicht ansetzt, das sind 2 Euro pro Kilo, sind das 160.000 Euro. Moment, wir zeigen das Bild. Ich denke, das sind 80 bis 90 Zentimeter gemessen an dem Zaun hier hinten und dann in die Länge gerechnet. Deine Einschätzung. Ich würde sagen, da passt genau eine Erntekiste dazwischen rein, also circa 80 cm. So, der Abstand zwischen den Pflanzen würde ich sagen 40 Die Zentimeter. Hälfte davon, ja. So, eine Pflanze hat laut meiner Recherche im Durchschnitt einen Radius von 60, maximal 80 Zentimetern, oder? Kommt aufs Wasser, auf die Bewässerung drauf Auf an. die Aber so Bewässerung ungefähr, ja, kommt hin. und ne? Gut. So, nur damit wir schon mal einen Schätzwert haben. Also, wenn das Adult-Pflanzen wären. Ja, wenn wir davon ausgehen, dass das wirklich erwachsene Pflanzen sind und deren eigene Angaben stimmen, also ca. 20.000, dann sind noch in etwa dabei die doppelte bis dreifache Anzahl an Nachwuchspflanzen, Stecklinge Stecklinge, die man entweder direkt verkaufen kann oder neu oder neu ansetzt. pflanzen kann. Nochmal. Okay, also das Unkraut muss raus zur Ernte, dann gibt es hier unten Stecklinge, die sind gut, die kann man verkaufen. Ja. Mit Sorgfalt machen, dann kann man sie gut verkaufen, aber so wie das Feld steht, ist es 3 bis 4, vielleicht 5 Jahre nicht bearbeitet worden. Okay. So wie die Pflanzen dastehen, müssen sie jetzt mindestens 3 Monate gegossen werden. Kommt darauf an, ob das der aktuelle Stand ist auf dem Foto oder ob sie jetzt trockener sind, eventuell 6 Monate, weil in dem Zustand geerntet können sie industriell nicht verarbeitet werden, außer sie werden ganz glatt geschreddert. Da sind sie aber auch nicht glücklich drüber. Das Auch Feld. dieses Feld, auch wenn es jetzt nicht sofort beerntbar ist, ist in der Tat eine Geschichte, die einen Wert darstellt.